Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 15. Februar 2021 mit einer spontanen Legung für dich und zwar mit meinen Kipperkarten. Diese einfache Variation mit den Kipperkarten. Und heute dachte ich mir, da ihr natürlich auch nicht alle in einer Partnerschaft seid oder habt den Wunschpartner oder ihr seid jetzt sozusagen noch Single oder auf der Suche oder ihr wollt gerade noch einen Partner in euer Leben anziehen und jetzt mit Corona ist es auch halt schwierig, jemand kennenzulernen. Wir wollen mal schauen, wann die Liebe in dein Leben kommt, ja? Und dazu lade ich dich zur Single-Legung ein. Schließe deine Augen und sende mir deine Gedanken zu. Und während ich die Karten mischen werde, dann konzentriere dich aber erst natürlich, genieße den Kristallklang. Dankeschön. Also, wie du siehst, also ist die unterste Karte ist die Falschheit. Also, vielleicht ist immer irgendwie etwas falsch gelaufen bei dir. Vielleicht hast du dich auch auf eine Single-Börse angemeldet, wie die alle heißen. Ich will jetzt keine Werbung machen: Tinder, Parship und Co. Also, auf jeden Fall geht es darum, ist vielleicht alles so falsch gelaufen. Du hast den richtigen Partner doch nicht gefunden, aber die erste Karte war signifikant, denn es kam wirklich kam Nachrichten. Also Nachrichten, ob das jetzt nun wirklich von deinem Seelenpartner oder von deinem Wunschpartner ist, also die Nachrichten kommen aber zu dir. Das ist so gesprungen. Das waren die ersten beiden Karten und es geht um den Neuanfang. Ich sag's doch immer, März, März, März. Also wird schon eine ganz neue Energie sein. Und schau mal, hier kommt der gute Ausgang in der Liebe. Also, Love is in the air. Und wie du siehst, das ist seit längerem. Kann auch sein, wirklich, dass du seit längerem wirklich auf der Suche bist oder länger alleine bist. Da könnte so 2 Jahre oder so. Vielleicht hast du auch eine On-Off-Beziehung. Und du möchtest unbedingt, also du arbeitest daran, du willst nicht mehr alleine sein. Das hast du entschlossen, also entschieden und du bist total entschlossen und du möchtest hier einen reichen, guten Herr in dein Leben einladen, anziehen. Du möchtest dich für dieses schöne, gute, positive Gefühl öffnen. Also du willst nicht mehr allein, da hast du keine Lust. Ja, ihr kennt diesen Spruch, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. So, wir schauen mal, wann kommt denn überhaupt zu dir? Ne? Natürlich ist das meine Deutungsweise und das ist Wahnsinn, ja, denn schau mal hier, also die Nachrichten kommen, aber du sollst wirklich immer mal nachprüfen, ob die dann auch so richtig authentisch sind, richtig sind. Also da ist so ein bisschen Falschheit mit, also du sollst wirklich auf der Hut sein und auch mal zwischen den Zeilen lesen. Denn es geht hier darum, also es wird dir vielleicht auch eine Affäre angeboten oder derjenige denkt vielleicht an dich und möchte mit dir bloß nur eine Affäre haben. Und da machst du dir schon Gedanken. Ne? Du willst ja nicht die Affäre sein. Ja, wer will das denn schon? Aber es kommt darauf an, welchen Namen du für das Ganze vergibst. Ne? Vergibst du jetzt Affäre, ich bin bloß der Affäre, dann bist du das auch. Wenn du aber sagst, neue Liebe, dann bist du halt die neue Liebe, ja? Also es liegt auch ein Stück weit an der Betrachtungsweise auch bei dir. Was bist du denn auch für diese Seele, ja? Also viermal die 9, ja? Mach mal den viermal die 9. Das sind auch so schöne Karten. Das sind eine meiner ersten Karten, die sind richtig schon hier abgenutzt, ne?
Also eine meiner ersten Keeper-Karten. Ja, da habe ich mir echt die Karten legen lassen irgendwann. Und dann hat die Frau hier mit diesen Keeper-Karten gelegt und die fand ich so toll. Ja, die muss ich unbedingt haben. Und dann habe ich so angefangen mit den Karten zu üben. Ja. So. Wir schauen jetzt mal. Entschuldigung, also ich friere hier total. Heute ist total ein kalter, nasser Tag. Oh, was ist denn los mit dir? Du schaust jetzt komplett aus dem Bild. Warum schaust du aus dem Bild? Du sollst doch gar nicht aus dem Bild schauen. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Also, du sollst schon ein bisschen Offenheit auch sein. Also, ich denke hier, dass es auch ein Stück weit auch an deine Denkweise das Ganze ist, weil du denkst so, wo soll ich jetzt auf welche Kirche jemand kennenlernen? Ah, für mich ist der Zug vielleicht abgefahren. Solche Gedanken könntest du hier gegebenenfalls haben. Und da schaust du aus dem Bild heraus, dir geht es auch nicht so gut, muss ich jetzt wirklich sagen. Du bist auch ziemlich unten, bist ziemlich in deinem Kopf, ja. Natürlich denkst du auch an jemanden, vielleicht auch Speziellen denkst du auch und sagst, ja, da wäre ich ja auch bloß die Affäre und du möchtest hier eine Gerechtigkeit. Jemand ist denn schon in deinem Kopf, was dich auch beschäftigt. Allerdings unbewusst, also spielt sich schon völlig etwas anderes bei dir ab, ne? Denn unbewusst willst du ja halt hier den Neuanfang und unbewusst weißt du auch, dass sich das Ganze hier wenden wird. Und zwar innerhalb 3 Monate, wir haben jetzt Februar, also März, April, also Wonnemonat, Mai gibt es eine Wende. Unbewusst weißt du das schon irgendwie, dass es jetzt auch hier weitergeht, wenn der Corona natürlich auch wieder auf. Also was heißt, der Corona ist ja nicht weg, ist ja da, aber die Lockerungen sind denn da natürlich mit Abstand und also so, du hältst dich schon dran, aber dir ist das bewusst, wenn du also in 3 Monaten zum Beispiel im Mai, dass du hier deinen Herzensmensch kennenlernen wirst. Unbewusst weißt du, dass deine Seele weiß das schon und dass es jemand ist, mit wem du etwas, also aufbauen kannst, wo das Potenzial hast, weil also unbewusst weißt du auch, dass jetzt die jetzige Situation also auch dich ein Stück weit im Gefängnis hält oder gefangen hält. Das ist der Gefängnis hier, dass man so eingeengt ist momentan, also was das Treffen anbelangt. Allerdings würde ich jetzt auch anders sagen, unbewusst weißt du auch, dass es hier Treffen stattfinden wird und du fühlst dich gefangen von diesen Gedanken mit diesem Mann und du willst in der Stabilität und du willst hier auch die Ehestandskarte. Du willst wirklich die Ehestandskarte. Da sagst du, ich will das haben. Also auf jeden Fall. So, auf der Kopfebene, du machst sehr viele Gedanken. Also du, ich glaube hier sogar, auch wenn du viel grübelst und auch wenn du sagst, das wäre falsch, einerseits denkst du, es wäre falsch, jetzt hier nur die Geliebte zu sein, andererseits denkst du auch wie ein Liebhaber an den Herzensmenschen, das kann auch was Schönes haben, weil dann bist du dann halt diejenige, die wirklich mit schönen Worten umgeben wird und vielleicht auch wirklich die vollkommene Aufmerksamkeit auch bekommt mit Blumen etc. Und also was ich hier generell noch sehe, also ich sehe hier einen angenehmen Brief, also dass du hoffst wirklich, dass hier endlich mal positive Nachrichten, Briefe in der Liebe auf dich zukommen, worauf du schon lange wartest. Aha, es kann aber auch sein, dass dieser jemand, dieser Herzensmensch, an wem du jetzt auch wirklich denkst, entweder dass ihr dasselbe macht oder habt ihr beruflich miteinander, seid ihr verbandelt oder eine Arbeitskollege ist oder durch die Arbeit. Also allerdings, du hast da total eine positive Meinung über diesen Menschen und das ist gut. Er denkt seit längerem denkt darüber nach, also wirklich dir eine Nachricht zukommen zu lassen und er wägt das aber auch ab. Also denk jetzt auch, was könnte ich gewinnen und was könnte ich verlieren, wenn das jetzt zum Beispiel in der Verbindung geht. Da könnte ich vielleicht eine Freundschaft verlieren, ja, aber könnte ich eine Partnerin gewinnen.
Und der guckt jetzt Mangel und Fülle. Also ist total am Abwägen. Also er generell will ja auch Neuanfang in der Liebe und möchte ja auch also wirklich, dass es unverhofft sich zum Positiven wendet und dass es auch, das wäre auch für ihn ein Geschenk, ja. Also diese negativen Gedanken, was er hat, also möchte er auch wirklich in glückliche Gedanken verwandeln und da möchte er auch ein Gleichgewicht haben. Ja, also er denkt auf jeden Fall an eine Reise. Vielleicht trifft er euch auch in Kürze. Also, und er hat also wirklich auch was Trauriges für dich mitzuteilen. Kann auch sein, dass er auch so ein bisschen Probleme mit der Kinder momentan hat und dass ihm so ein bisschen zu viel Gedanken, dass er zu viele Gedanken macht, zu viel grübelt, vielleicht auch Traurigkeit mit den Kindern, mit dem Geld. Also es kann sein, dass er hier vielleicht auch in einer Trennung lebt, sage ich jetzt mal. Und innerhalb vier Wochen werden aber schon eine glückliche Wende bei ihm, wird sich das schon zeigen. Denn ich sehe hier, dass hier innerhalb vier Wochen schon total positive Gespräche geführt werden. Also er findet so auch eine intuitive Seite an sich selber, auch seine starke Seite. Also er wird selber diese männlich-weibliche Anteile in ihm selber ausgleichen. So, und wie geht es wirklich weiter mit euch? Also offiziell wird unverhofft eine Begegnung stattfinden, denn ihr beide sehnt euch danach. Und ich sehe hier, die Traurigkeit geht verloren, eine Transformation. Es kommt definitiv wirklich eine Veränderung. Also die Veränderung kann auch in Form vom Umzug zusammenhängen. Sei es jetzt mit der Firma, dass da auch bestimmte Umstrukturierungen sind. Oder sei es, du ziehst um und beginnst eine neue Arbeit. Aber generell habe ich das Gefühl, dass diese Begegnung gar nicht über Tinder und Co., sondern eher übers Arbeit, über dieses arbeitsliche Ebene, also stattfindet. Entweder was du machst, also deine Interessen, dass ihr euch da kennenlernt und es kommt alles im Gleichgewicht, also das wird offiziell auch wirklich eine gelebte Verbindung sein, so nehme ich das jetzt auch wirklich hier definitiv wahr. Und weil ich jetzt bei Keeperkarten bin, ich habe hier noch ein Päckchen hier von dem Chiromacchetti, ne? Lass uns doch die Chiromacchetti-Karten anschauen. Der Chiromacchetti. Hoffe ich, sage ich das richtig. Und lass uns doch mal gucken. Also ich mische die Karten. Lass uns doch mal gucken. Und ich lege jetzt noch ein paar Karten als Klärungskarte an einzelnen. Ja, lass uns mal den Mann angucken. Was ist das denn von einem Mann? Natürlich, wenn du jetzt als Mann zuschaust, dann sollst du das als Frau ummünzen, ja? Mhm. Jo. So, dann lass uns doch mal gucken. Dieses Brief, was jetzt so ansteht. Oder diese Nachrichten, was hier ausgetauscht werden. Also diese Briefarbeit kannst du jetzt verschieden nennen. Das Ganze jetzt, wenn du jetzt zur Physiotherapie gehst, wenn du jetzt irgendwie in der Kur bist, wenn du einkaufen gehst, das würde alles unter der Arbeit auch irgendwie. Wenn du in eine Fortbildung bist oder könnte das auch mit eine Rolle spielen. Wenn du eine neue Arbeit beginnst, könnte mit eine Rolle spielen. Wenn du selbstständig bist, jemand einstellst, könnte das dein Mitarbeiter auch eine Rolle spielen. Also irgendwie mit der Arbeit dieser Mensch. Ne? Da kommt das Liebesglück. Mit dem Nachrichten kommt das Liebesglück. Und guck mal, er macht sich also schon viele Gedanken über dich. Ne? Also dieser Mann, was wir jetzt geguckt haben, also wohnt etwas weiter von dir weg und ist also ein total liebevoller Mensch, also ist auch ein sehnsuchtsvoller Mensch, auch romantischer Mensch und hat auch wirklich weibliche Anteile in sich, also das heißt ein intuitiv, also ein liebevolles Wesen. So, dann lass uns doch mal gucken, wie das jetzt in der Ehe auch wirklich, oder hier feste Partnerschaft,
wie das auch mit euch, ob da auch wirklich eine feste Partnerschaft auch da auch wirklich stattfinden wird. Da kommt erstmal das reiche Mädchen. Und unverhoffte Geld. Also das heißt, also der Wende wird, natürlich wird unverhoffene Wende stattfinden, aber ich denke erst, dass ihr das eher so als Geliebte für ihn hier in Frage kommt. Also das heißt, entweder sagt er dir, ich will eine Freundschaft bloß oder ich will jetzt noch keine Beziehung oder sowas. Aber also auf jeden Fall, so wird es anfangen und wird es aber trotzdem unverhofft gut sein. Lass uns doch mal gucken, innerhalb 3 Monate, wie ist das denn? Mhm. Innerhalb 3 Monate, also innerhalb 3 Monate wird also für dich erstmal eine Transformation sein, was du schon seit lange Zeit, also wirklich auch schon in dir hast. Und ich habe das Gefühl, dass du vielleicht auch ein Stück weit wirklich eine Reise machst. Es kann auch ein Ausflug sein. Es kann auch zum Beispiel, dass du zur Arbeit fährst sein. Der Weg dorthin, das kann die Begegnung dann auch durch öffentliche Verkehrsmittel sein, dass da irgendwie näher kommst. Also auf jeden Fall kommt das hier in der Stabilität, also Single-Legung, also da kommt innerhalb 3 Monate kommt jemand, also in deine Richtung. Wir gucken jetzt mal, wo sollen wir dann noch eine Karte? So, auf diese Arbeit, was soll das für dann genauere Infos hier bekommen. Natürlich ist das eine allgemeine Legung. So, beunruhigende Nachrichten. Also ja, also erst wirst du so ein bisschen nervös, gerade mit der Arbeit. Aber schau mal hier, wie sich das entwickeln wird. Also es kommen Nachrichten zu dir und gute Nachrichten. Gerade jetzt von der Arbeit und von der Hauptperson. Also es wird ein Neuanfang stattfinden, auch wenn du gedacht hast, dass das könnte nicht so gut sein. Sind mir natürlich hier die Karten untergefallen. Also wir wollen jetzt genau diese Arbeit anschauen, wie du siehst. Also von dem Person kommen die Nachrichten. Und also am Anfang denkst du, ob das so richtig ist. Ach, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, ach, das ist so ein bisschen der Diebstahlkarte, ist immer mit Störungen verbunden. Aber du fühlst dich von dieser Begegnung oder von diesem Gespräch wie gefangen. Und du grübelst auch darüber viel. Also das wird dich bewegen und dann denkst du auch darüber nach, ist das richtig, ist das falsch, vielleicht erinnerst du dich auch an der heutige Kartenlegung, aber, und dann kränkelt das Ganze, aber es nützt alles nichts, also das hast du schon hier in deinem Wohnzimmer, also das heißt, durch diese Arbeit wird das jetzt schon auch so stattfinden bei dir. Wir fragen jetzt nochmal, innerhalb 3 Monate, so, wir wollen jetzt mal, was soll man denn noch fragen? Ja, gucken mal, ob du da jetzt wirklich nur die Geliebte sein wirst oder wie das auch zwischen euch sich entwickeln wird. Ja, also das wird, egal wie das sich entwickelt, also das hat Potenzial. Zu hohen Ehren kommen, das hat wirklich Potenzial. So, dann das Treffen. Also ihr kommt auch schon mal mit dem Auto zu dir, ne? Oder es wird eine Reise zueinander gemacht. Also der wohnt nicht in deiner unmittelbaren Nähe. Also innerhalb 3 Monate kommt sich das nochmal, wendet sich das zum großen Glück. Dann lass uns doch mal hier dieses Wasser anschauen. Das steht für die große Sehnsucht, aber auch fürs Wasser. Vielleicht ist das auch am Wasser, wo ihr euch begegnet. Armut.
Armut und viel Geld gewinnen. Also das wird für dich, aus diesem Mangel wirst du komplett in dieses positive Fülle gehen durch diese Begegnung. Du wirst total verliebt sein. Lass uns nochmal, so wenn er das hier der Liebhaber sein sollte, oh der, also entweder er trägt hier irgendwie eine Uniform. Also der arbeitet irgendwie in der Öffentlichkeit, der trägt eine Uniform. Also der ist sehr leidenschaftlich, der macht wirklich was her, also in der Begegnung. Und also es kommen die Veränderungen, also innerhalb 3 Monate zu dir. Was kann ich denn noch fragen? Ich kann jetzt hier eventuell noch die Tarot mit einbeziehen und fragen wir, wie entwickelt sich das, wenn du den Mann jetzt hier deine Träume auf der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit oder beim Einkaufen begegnest? Also es wird nicht durch Internet sein. Wie entwickelt sich das Ganze? Dann möchte ich jetzt eine Antwort hier haben. Also mit diesem Menschen wirst du, dein Leben wird in ruhigere Gewässer geführt. Also wirst du wirklich Ruhe finden. Allerdings musst du aufpassen, denn dieser Mann ist eventuell wirklich noch nicht frei. Also ich habe das Gefühl, dass er auch so vielleicht auch wirklich als Affäre, also Fremdgehen erstmal hat, aber trotzdem wird sich das langfristig zum Positiven entwickeln. So, lass uns doch mal fragen, hat er denn Gefühle für dich? Was denkt er denn für dich, dieser neue Mann? Hat er denn Gefühle für dich? Also doch schon, er denkt auch an dich und er hat auch liebevolle, also der liebt dich schon, der wird schon sehr verliebt sein und ihr seid auch miteinander telepathisch verbunden. Ich habe sogar das Gefühl, dass du sogar mehr geliebt wirst, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran, ich liebe dich. Also das symbolisiert für mich hier diese Flammen, dass du womöglich deinen Seelenpartner, deinen Zwillingsflammen begegnest, wenn du Single bist, dass es hier ein Treffen stattfinden wird innerhalb 3 Monate. So, ich hoffe, das konntest du annehmen und bist du mit in Resonanz gegangen. Wenn das der Fall war, natürlich freue ich mich über ein Like, über ein Abo, über einen Kommentar sowieso. Und ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus. Wenn du eine persönliche Beratung magst oder was anderes, was ich alles anbiete, ob das jetzt nun Hypnose-Rückführung oder was auch immer, schau einfach an meine Webseite vorbei. Das verlinke ich dir hier unter dem Video. Ich sage bis bald. Namaste, deine Valeria.